wir sind hier in Ellingshausen und Ellingshausen als Transitort für den regionalen, überregionalen Verkehr hat den Verkehr jetzt satt. Und deswegen demonstrieren wir heute mit dem Zweck, dass die Politik endlich wach wird und die Finanzierung für die geplante Umgehungsstrecke sicherstellt, sodass unser Problem der Verkehrsbelästigung, die Sicherheit unserer Kinder auf den Schul- und Kindergartenwegen, aber auch die Feinstaubbelastung hier endlich ein Ende findet. Wir ertragen es einfach nicht mehr, tagtäglich 600 Lkw und 5.500 Fahrzeuge hier durch den Ort rollen zu lassen. Das muss jetzt ein Ende haben. Und wenn das nicht von selber geht, müssen wir demonstrieren. Und es war wahrscheinlich nicht die letzte Blockade.